Das ist Alfred. Er lebt seit 5 Jahren ohne Wohnung in Mainz. Heute begleite ich ihn, um zu erfahren, warum. Du kannst überleben auf der Straße, ohne Pfennigeld. Oh. Und dein Hund? Das ist meine Heizung nachts. Echt? Ja, ja. Deine Heizung? Ja, ja. Wie heißt denn deine Heizung? Meier. Meier, langsam. Nachts mein Wachhund. Stell sofort an. Meier ist Alfreds Gefährtin und immer an seiner Seite. Sie ist für ihn Freund, Partner und Lebensversicherung. Ja, Mädel, langsam. Und seit wann wohnst du auf der Straße? Wir sind fast 5 Jahre. Mhm. Aber was hast du davor gemacht? Och, ich war im Auslandsmontage, so eine Maschinenbau. Die Firmen, in denen Alfred als Monteur arbeitete, sind mit der Zeit pleite gegangen. Irgendwann hat er resigniert und keine Lust mehr auf Arbeiten gehabt. Ein besserer Bunker kann man nicht haben wie hier. Alfred hat in seiner Zeit als Obdachloser schon viele Schlafstätten gehabt. Wenn so genau hier gucke, sieht noch ein bisschen ordentlich aus. Seit einem Jahr hat er einen festen Platz in einem Bunker auf der Mainzer Zitadelle. Ja, ich schlafe hier und die Madame nebendran. Und die Sachen gehören auch noch zu dir? Nee, das ist von dem anderen. Ich fange auch langsam an, dahin auszumisten. Wie viele wohnen denn hier? Na, normal immer nur zu zweit. Ah, okay. Weil mehr geht's nicht. Du und noch ein Freund? Ja, ich habe ab und zu mal meinen Wochenendbärbe. Der kommt freitags abends und sonntags abends macht er wieder Wiesbaden. Darf ich fragen, wie alt du bist? Was schätzen? Ja, ich würde sagen zwischen 50 und 60. Das ist immer gar nicht so schlecht. Okay. Und? 57. 57, okay. Na, ich bin 28 noch. Oh, kannst du mein Sohn sein. Hast du eigentlich Kinder? Nee. Nie daran gedacht vielleicht? Das hat nie lang gut getan, wenn ich im Ausland war. Ich war 10 Jahre Auslandsmontage. Das geht keine Beziehung gut. Okay. Ja, ja, langsam steh. Maja. Freut sie sich? Ja. Maja, Achtung, wir hängen noch. Wie bist du an die Maja gekommen? Also wie seid ihr beide zusammengekommen? Ja, ganz einfach, hat es jemand anders und die haben gemeint, das ist Spielzeug. Wer ist Spielzeug? Ja, ja, der Hund hat Spielzeug. Kein Kommando, geht nur nichts. Maja, Pause. Alfreds Route verläuft von der Zitadelle in die Mainzer Altstadt. Im Pfarramt erhält er täglich Gutscheine für 3 Tassen Kaffee. Im Anschluss geht's zum Penny. Mir scheint, als wäre der Hund sein Ein und Alles. Was würde Alfred wohl ohne Maja machen? Was würdest du machen ohne den Hund? Mit Hund ist einfach besser. Man trinkt nicht so viel. Ja, warum? Weil du hast Verantwortung. Und primär du da war schneller rum. Ja, sonst drückst du dich wirklich oder auch irgendwie an. Mhm. Ich habe quasi die Arbeit schon vor 15 Jahren hingeschmissen. Ich habe da meine Mutter gepflegt. Und dann ging es auf einmal nicht mehr. Das ist ins Altersheim. Und nur mehr konnte ich die Wohnung nicht mehr halten. So viel erspart, das hatte ich schon auch nicht mehr. Ausgabe 900 Euro, ohne zu leben, war ein bisschen hart. Dass ich mir jetzt Arsch lege, jetzt gehen wir auf die Straße. Das wenige Geld, das Alfred durch das Sammeln von Pfandflaschen zur Verfügung hat, gibt er für Maja aus. Oft habe ich das Gefühl, dass sich sein Leben nur um das Tier dreht. Verantwortung ist ein wichtiges Thema in Alfreds Leben. Er hält sich an die Regeln, trinkt keinen Alkohol in der Öffentlichkeit und will auch niemandem zur Last fallen. Mit Hartz IV habe ich nichts am Hut. Tagessatz hole ich auch nicht. Also du bist auch nicht arbeitslos gemeldet? Nein. Flasche sammle, da kriege ich mal 10 Euro, da kriege ich mal 5 Euro. In der Fußgängerzone habe ich das Gefühl, dass uns alle Passanten anstarren. Alfred scheint das nichts auszumachen. Durch den Hund verdient Alfred auch mehr Geld auf der Straße. Ohne den Hund würdest du vielleicht auch öfters auf der Straße sitzen. Weil dann hätte ich auch nur vielleicht in 8 Stunden 5 Euro. Gell?
ohne Hund. Na gut, hier kann ich mich alles. Achso, die Leute, die geben natürlich ein bisschen mehr, weil du einen Hund dabei hast. Ja, logisch. Also die geben dem Hund eher Geld wie dir, oder wie? So in etwa, ja. Und sie weiß genau, meistens 80% für sie und der Rest ist für mich. Und wie stellst du dir so die Zukunft vor? Denkst du auch manchmal dran, was du in ein paar Jahren machen wirst? Irgendwann, wenn ich die Rente einreiche. Nächstes Jahr? Naja, das ist noch zu früh, da kriegst du viel abgezogen. Mhm. Aber es reicht dann für zu überleben. Auch wenn ich mir eine Obdachlosigkeit selbst nicht vorstellen könnte, bringt mich Alfreds Sicht auf das Leben zum Nachdenken. Zufriedenheit ist etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann. Also würdest du sagen, dass du mit allem zufrieden bist? Teilweise, ja. Überwiegend, ja. Solange wir das Kind von der Fenster essen müssen, klappt es. Nach dem Spaziergang am Rhein gehen wir gemeinsam zur Pfarrer Landvogthilfe auf der Zitadelle. Maja zieht Alfred den steilen Berg hoch. In der Kantine erhalten mittellose Menschen eine warme Mahlzeit. Das Essen schmeckt gut und wir können uns kurz aufwärmen. Na, hier ist auch sein Alfred. So, jetzt geht er ab. Jetzt haut er ab. Ich bin dankbar für die Einblicke, die Alfred mir in sein Leben gewährt hat. Für mich ist es bemerkenswert zu sehen, mit wie wenig Besitztümern ein Mensch zufrieden sein kann. Ich denke, vielen Menschen würde es gut tun, einen Tag aus ihrem Alltag auszubrechen und einen neuen Blick auf sich selbst zu finden. Das war mein Tag mit Alfred.